Yo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Legend of Zelda. Wir sind hier zuletzt stehen geblieben, auf dem Weg ein paar Sachen zu erledigen. Und die Sachen, die wir erledigen wollen, sind eigentlich alle relativ wichtig. Wir wollen zuallererst alle Tingles hier mal sehen oder mal einfach besuchen. Zusätzlich wollen wir alle Magnusse bzw. Maximus, Dustin, wie sie auch alle heißen, alle Schwertmeister einmal sehen und nicht besiegen, sondern die Techniken erlernen. Und wir haben hier ja einen Schwertmeister einmal fallen lassen bzw. gelassen. Ich habe mal im Internet ein bisschen rumgeschaut, wo sich ein paar Leute befinden bzw. wie wir hier schnell die wichtigsten Sachen erledigen können. Und dann reden wir mal mit ihm. Ich bin Maximus, der einzig wahre Meister der Schwertkunst von Hyrule. Wenn du bei mir trainierst, wirst du schnell Fortschritte machen. Bist du willens, bei mir zu trainieren? Ja, bitte, bin ich. Also ich muss mich ganz kurz umsetzen auf den Stuhl. Hört, hört, so werde ich dich nun die Technik der Strahlenattacke lernen. Erstens, du musst volle Energie haben. Zweitens, zücke dein Schwert. Mehr ist nicht zu tun. Hast du das verstanden? Also natürlich haben wir das verstanden. Das höre ich gern, doch Wissen allein reicht nicht. Schwerttechniken muss man mit dem eigenen Körper erlernen. Ich mache deinen Körper zur Marionette und lasse dich die Technik ausführen. Nun also, der Marionettenzauber von Meister Maximus. Sehe und staune. 1, 2, 3, Marionette, nun sei. So, das ist einfach die Fähigkeit. Das heißt, wir können jetzt Strahlen schießen. So, nun versuche es selbst. Beautiful, oder? Damit haben wir jetzt erstmal eine neue Strahlenattacke. So, die können wir auch nur einsetzen, wenn wir volle Energie haben. Und tatsächlich ist das die einzige Attacke, die nicht spambar ist, weil die einen Cooldown hat. Leider, leider. So. Ja, geil. Jetzt werden wir sofort unseren ersten Schaden bekommen. Und die Attacke ist schon mal weg. Also das ist halt der Nachteil der Strahlenattacke. Die ist nur möglich, wenn wir halt volle Energie haben. So, was wir uns jetzt abholen werden... ist wieder ein Tyrop. Für den Fall, dass ich tatsächlich... Ach ja, Moment mal. Ja gut, dann gehen wir nochmal oben hin. Gut, wir holen uns Tyrop an und nutzen den hier oben. Was halt nicht wahrscheinlich die schlauste Idee ist, aber das ist egal. So, das heißt, wir müssten die Lon-Lon-Milch, glaube ich, entleeren, weil wir die ja noch haben. So, Momentchen. Okidoki, die Lon-Lon-Milch. Zack. So, dann wollen wir einmal... den weißen Tyrop. Ja, möchte ich einmal kaufen. Dankeschön. Danke für den Einkauf. So, was wir jetzt möchten, ist mit den Laufstiefeln erstmal wieder nach oben, wo wir gerade waren. Weil wir nochmal zu Maximus müssen. Bei ihm habe ich nämlich etwas Wichtiges vergessen. Weil mit ihm kann man auch Fragmente vereinen und er öffnet den Weg zu dem nächsten Schwertmeister. Beziehungsweise gibt es ja schon viele Schwertmeister, die hier überall sind. Und einen haben wir schon getroffen, den wir erst später nutzen können. Glücksfragmente erhalten. Yay! Wer hätte gedacht, dass hier so viele Glücksfragmente sind? Ja, und jetzt gibt es keine mehr. Geil. Also ich brauche nur eins, was halt relativ wichtig ist, weil ich nicht weiß, ob wir das noch nutzen müssen. Oh, sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Perfekt, okay. Dann gehen wir mal zu unserem Schwertmeister und fragen ihn mal. So, lieber Schwertmeister, du wolltest Fragmente vereinen. Okay, das habe ich tatsächlich noch übrig. So, was jetzt geschehen wird, er macht hier eine Höhle auf oben, am Sela-Wasserfall. Und da sollte, glaube ich, der neue Schwertmeister sein oder der nächste Schwertmeister. Da werden wir uns auch direkt mal hinbewegen. Ich habe ja sonst nichts zu verlieren. So. Weil wir müssen uns halt vorbereiten vor dem letzten Kampf. Es ist halt super nützlich, sein Schwert schneller aufladen zu können, Strahlen zu schießen und sonst alles. Könnt ihr euch natürlich denken. So, Sela-Wasserfall. Da sind wir aber oben, oder? Ja, sind wir. Da müssen wir nach unten. Cool wäre, wenn wir uns einfach fallen lassen können, aber es geht halt leider nicht. Hier können wir auch nicht runter. Oh Gott, da müssen wir so runter. Hopsasa. Ja, geil. Ich will halt nicht meine Fähigkeit wieder verlieren, Strahlen zu schießen. So. Ist halt wie ein Bogen, den man die ganze Zeit nutzen kann. Das war aber nicht hier. Ja, geil. Da muss ich von der anderen Seite auskommen.
Oh Mann, ey. Das ist natürlich schade. Oder kann ich hier irgendwie hoch? Achso, ja, von hier komme ich ja. Geil. Dann muss das woanders sein. Nimm das. Die vier Tingles wollen wir auch noch alle besuchen. Das heißt, da haben wir auch noch was zu tun. Wir werden hier schon was finden, Leute. So ist es nicht. So, ich denke mal, wir werden auch direkt mal uns aufmachen zu dem ersten Tingle. Ich weiß gar nicht, ob das hier war. Aber hier kommen wir an die Lon-Lon Farm. Also sollte das... Ja, da ist schon wieder der erste Tingle. Den wollen wir besuchen, aber den besuchen wir von der anderen Seite aus schneller. Das heißt, wir gehen erstmal zu den anderen Tingles. Der erste ist ein bisschen weiter weg im Vergleich zu den anderen. Das heißt, da muss ich tatsächlich ein bisschen laufen. Und hier haben wir eine Truhe, genau. Da war ja was. Glücksfragment erhalten, hey. So, dann hier, dann nach unten, dann nach links, dann nach oben, dann nach rechts, dann Maulwurfshandschuhe. Also wie gesagt, ich habe mir erst ein bisschen angeschaut, wo genau ich hin muss. Hey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, eine Truhe. Noch mehr Glücksfragmente, super. So, da gehen wir natürlich auch gleich hin, keine Sorge, Leute. So, und genau das hätten wir sogar gebraucht, was uns letztes Mal noch gefehlt hat. Swingle heißt der Gute. Er öffnet das linke Portal dazu. Das ist natürlich super. So. Dankeschön. So, dann gehen wir hier wieder runter, weil wir hier tatsächlich noch oben links die Truhe haben möchte. Mit Tingle selber müssen wir auch noch vereinen. So. Und hier ist nochmal ein Glücksfragment. Super. Geld natürlich auch sehr schön. Hier haben wir rechts noch ein Portal, was wir geöffnet haben, beziehungsweise eine Möglichkeit, Maulwurfs Handschuhe zu nutzen. Yay, noch ein Glücksfragment. Dann können wir hier noch rechts lang. Hä, was ist denn da? Okay, da ist noch irgendein Weg, der irgendwo hinführt. Ach, zu Feen. Ja, super, die brauche ich nicht großartig. So. Okay, dann können wir theoretisch gesehen wieder so runter. Es geht, glaube ich, ein bisschen schneller. Zum Hyliasee. Und vom Hyliasee gehen wir auf die Lon-Lon Farm, von der Lon-Lon Farm wieder weiter. Das heißt, einmal hier hin. Hier haben wir ja schon alles erledigt, was wir erledigen wollten. Cool wäre, wenn wir das halt schneller aufladen können. Das ist halt einer der besten Fähigkeiten. Aber das müssen wir, glaube ich, sogar am Hyliasee abholen. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Hallöchen. Ah, guten Tag, Herr Fee. So, wir wollen auch Fragmente vereinen. Und zwar die hier. Dankeschön, Jingle. Und dann kriegen wir, glaube ich, den magischen Bogen. Da als Waffe, wenn wir die alle haben. Zack. Beautiful. So. Ach ja, wir wollten ja zuerst teleportieren. Das geht, glaube ich, schneller, wenn wir von oben lang gehen. Zu den anderen Tingeln. Das heißt, einmal hier hin. Zack. Und Pegasus-Stiefel. Whoops. Zack. Und war das nicht hier? Hier wird auch irgendwo... Aha, gefunden. Ups. So. Und damit haben wir alle Fragmente vereint, die wir dafür vereinen wollen. Das ist halt super nice. Danke, Tingle. Kuala Lumpur. Das würde Tingle jetzt sagen. Yeah. Gut, damit haben wir den Bogen frei, den Bumerang freigeschaltet. Ups, das sah. Wir haben ja schon einen Bumerang, aber das ist ein magischer Bumerang. Zack. So, einmal wieder hier hin. Zack. So. Und dann tatsächlich weiß ich nicht mehr, wo ich die anderen Schwertmeister noch alle finde. Da müsste ich halt entweder nachgucken oder wir regeln das wieder auf die alte Variante und trödeln uns die Zeit hier weg.
So, einmal hier runter. Ein Glücksfragment. Nummer 1. Nummer 2 habe ich schon. Dann hier oben noch 2. Hopp. Einmal hier runter. Zack. Yay, noch ein Glücksfragment. Und oben wird wieder ein Glücksfragment sein. Hops. Und hops, hops. Und dann wird halt ein Weg wieder nach unten geöffnet, womit wir halt an die große Truhe in der Mitte kommen. Yay! Super. Können wir das hier noch auswählen? Zack. Und zack. So. Neue Waffe. Magischen Boomerang erhalten. Drücke den Knopf und gleichzeitig, um die Flugrichtung zu ändern. So. Und wir können also mit dem magischen Boomerang ein bisschen was in die Seite gehen und so. Aber ich finde ihn nicht so cool, muss ich ehrlich sagen. Weil er halt nicht übel nützlich ist. Aber er ist ganz cool eigentlich. Ich finde die Idee super. Dass man damit mehr Möglichkeiten hat. Aber ich werde ihn jetzt nicht oft nutzen. So. Wir wollen nochmal hier hin zum See, weil ich halt gelesen habe, dass der irgendwo am See sein soll. Und ich bin mir, glaube ich, ziemlich sicher, dass ich weiß, wo. So. Hier in der Höhle. Da sollte er eigentlich sein. Ach so, genau. Ja, super. Wir kommen ja mit dem Greifenmantel jetzt dahin, ne? So funktioniert das also. Haha. Ups, das sah. Jetzt habe ich es total gefailt. Wow. Ups, das war... Mann, was mache ich denn die ganze Zeit für einen Rotz? Wow, jetzt habe ich Schaden bekommen. Egal. Ich kriege hier sowieso wieder volles Leben. So. Und in dieser Höhle sollte er, glaube ich, sein. Vor allem, ich verstehe nicht, warum die Schwertmeister immer in irgendwelchen Höhlen sind. Oh Gott, was ist das denn? Okay, dann ist er vielleicht doch nicht hier. Aha, eine Truhe. So, hier ist auch nichts. Hier ist auch nichts. Okay, einmal nach oben. Hier ist er dann möglicherweise. Nö, hier ist nochmal so ein Weg. Hops. Da wird nichts sein. Ah, okay, hier ist wieder so ein Teil, das nach oben geht. Alles klar. Oh wow, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Alles außer du. Hops. Hä, mit wem muss ich dann gleich Fragmente vereinen? Weil ich muss ja hier irgendwo... Ach, hier ist ja noch die Truhe, genau. Ich muss ja irgendwie weiter. So. Unten links ist ja noch ein Weg und alles. Auch das ist so viel Graberei. Zack. Vor allem, wie viel das ist einfach übel viel. So, hier ist ein Weg nach draußen. Dass mir ein Herzteil gibt, hey. Super. Damit kriegen wir ja schon die ganzen Sachen zusammen, das ist sehr nice. Zack, zack, zack. Haha, hier ist eine Truhe. Super. Oh Mann, das ist so viel Graberei und so viel Arbeit. Noch eine Truhe. Die ganzen Glücksfragmente bekomme ich hier. Und hier oben ist noch eine Truhe. Oh wow, was ein Weg. So. 50 mysteriöse Muscheln, das ist nicht viel, aber gut, wir haben ja sowieso die 999. So, einmal hier hoch. Zack, zack, zack. Oh, das ist so weit. So, hier unten war ich noch nicht, aber da komme ich auch sowieso nicht dran, oder? Nope, 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 nope. So. Truhe Nummer 1. Truhe Nummer 2 und Truhe Nummer 3 danach. So. Hier ist keine, okay. So. Ja, und hier ist auch nichts.
Hier wäre wahrscheinlich irgendwann was gespawnt oder so, wenn wir irgendwo Fragmente vereint hätten, aber so nicht. Hops. Ja, schade, dann ist das schon mal nicht das gewesen, wo wir hin wollten. Hier muss also irgendwo noch ein anderer Ort sein. Aua. Nur wo? Hier nicht. Wow, und hier ist einfach ein Herzteil, was einfach for free rumschwebt. Ja, super. Oh Gott. Dann kann ich hier hoch. Ah, bitte nicht angreifen. Ja, hier ist einer. Sauber. Noch ein Herzteil. Super neuen Herzcontainer. Wie schnell das ging. Ich bin Maximilian, der wahrhaftigste Meister des Schwertkunsts vom Hyrule. Wenn du bei mir trainierst, wirst du schnell Fortschritte machen. Bist du willens, bei mir zu trainieren? Verständlich. Ich lehre dich nun die gefährliche Technik des Energiestrahls. Erstens, du musst weniger als ein Herz übrig haben. Schwinge dein Schwert mit letzter Kraft und es ist vollbracht. Hast du verstanden? Ja. Aha, dann gibt es kein Zurück mehr. Schwerttechniken muss man mit dem eigenen Körper erlernen. So, er macht mich erstmal ganz weak, sodass ich halt... Das ist halt genau das Umgekehrte wie vorhin. Ich habe nicht mit vollem Leben, sondern mit leeren Leben kann ich schießen. So. Sehr gut, ich überreiche die Schriftrolle der Schwertkunst. Lustig wäre, wenn ich jetzt tatsächlich immer noch kein Leben habe. Ne, er füllt alles wieder auf. Super. So, dann wollen wir Fragmente vereinen. So, wo genau wird er das jetzt freischalten? Weil dann könnten wir da halt noch in der Folge hin. Puh, wo das ist, könnte ich nicht mal sagen. Doch, doch, ich weiß, wo das ist. Das ist an der Brücke. Das ist oben an der Brücke. Chillig. Okay, dann kann ich da sogar hin. Dann gehen wir da jetzt als nächstes hin. Zack. Nur vorher möchte ich noch was nachschauen. Tada, endlich habe ich das gelöst. So, dann wollen wir wieder in die Stadt rein. Und jetzt wollen wir an die Brücke. Das heißt einmal zack. Und da sollte ich... Irgendwo muss ich halt lernen, dass ich schneller meine Fähigkeiten einsetzen kann. Ja, das geht. Okay, super. Hallöchen. Na? Ich bin Justin, so etwas ähnliches wie der beste Schwertkämpfer von Hyrule. Wenn du bei mir trainierst, kannst du im Nu deine Schwerttechnik verbessern. Nanu, es ist noch ein wenig zu früh für dich, bei mir zu trainieren. Komm wieder, wenn du die höchste Schwerttechnik überhaupt erlernt hast. Okay, also kann ich noch nicht bei dir trainieren. Ich darf noch nicht bei dir trainieren. Gut, dann tut mir leid, dass ich nicht bei dir trainieren kann. Dann müssen wir tatsächlich am Seela-Wasserfall... Moment mal. Am Seela-Wasserfall suchen, wo das ist. Das ist ganz oben links. Ah, okay, ich verstehe. Gut. Das heißt, wir gehen nach ganz oben. Und gehen von hier aus einfach links rein. Haha. Ja, gut. Da ist ein Herzcontainer nur. Also ein Herzteil. Moment mal. Aber irgendwo muss auch doch der Schwertmeister sein. So, da ist er nicht. Da ist er aber auch nicht. Ist er etwas tiefer? Moment mal, ist er vielleicht in der Ebene? Nee. Never ever. Hm. Wo ist er dann? Könnte er nur noch an dem Wasserfall hier unten sein, aber da ist ja nichts. Oder doch? Ich schaue nochmal nach. So, Hallöchen Vögel. Yay. So, dann gehen wir hier wieder runter. Und dann schauen wir doch nochmal nach. Aber war ich hier nicht schon? Egal, egal. Aua. Ich komme da ja nicht mal vernünftig rein. Hm. Also kann es ja nicht hier sein. Da unten. Okay, dann ist es tatsächlich ganz einfach. Da muss ich einfach von der Lon-Lon-Farm aus hoch. So. Wir nehmen auch mal direkt die Laufstiefel, damit wir da schneller hinkommen. So. Hops.
Da war ein Herz, damit hätte ich wieder volle Magie bekommen, beziehungsweise volle Energiestrahlen. Die kriegen wir hier aber auch irgendwo, oder? Nee, leider nicht. Zack. So, und dann hier hoch. Dann sollten wir doch direkt da hinkommen, wo wir hinwollen. Hops. Ach, da ist sogar noch eine Truhe. Die können wir uns auch noch abholen. Ja, super. Oh, bitte, 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 bitte. So, dann holen wir uns die Truhe ab. Und ich würde einfach sagen, in der nächsten Folge, Leute, werden wir den Rest machen. Das heißt, haut raus und bis demnächst. Ciao.